Vom 11. bis zum 26. März finden die 20. Wismarer Heringstage statt. Ein großes Jubiläum. Aus der Initiative des Hanseatischen Köcheclubs Wismarbucht ist inzwischen ein traditionelles Volksfest entstanden. Alles aus Liebe zum Hering, denn kein anderer Fisch hatte jemals eine größere wirtschaftliche Bedeutung. Da haben wir lange drauf hingearbeitet im Köcheclub und freuen uns natürlich, dass nach 2 Jahren Pause durch Corona endlich wieder eine große Veranstaltung stattfinden kann. Also Highlights auf alle Fälle, wie die Heringe im Fischergutter kommen und dann auch die Schützen dazu aus Wismar, die dann einmal den Hering begrüßen, etwas lauter. Und dann marschieren wir mit dem Mecklenburger Blasorchester aus Tradition auf dem Marktplatz und halten zwischendurch an, was man zum Heringbraten braucht. Also das heißt, wir sammeln Zitronen ein, wir sammeln Mehl ein, wir sammeln auch ein Schnäpschen dazu ein. Der Ostseehering ist eine ganz besondere Spezialität und das soll gefeiert werden. Zahlreiche Restaurants nehmen an den Heringstagen teil und bieten rund 2 Wochen besondere Gerichte rund um den Fisch an. Die Veranstaltung beginnt am 11. März mit der Abholung des frisch gefangenen Herings am Alten Hafen. Die Eröffnung findet um 11 Uhr auf dem Marktplatz statt. Außerdem gibt es den ganzen Tag über ein aufregendes Bühnenprogramm mit Musik und Unterhaltung.